So, es ist jetzt ein Tag vor der Abfahrt. Ich bin jetzt vor der Fahrradwerkstatt. Mir ist nämlich bei der letzten Ausfahrt ein kleiner Fauxpas passiert mit dem Rennrad. Und zwar ist mir beim Schalten ein Kettenglied in den Umwerfer gekommen. Und das Kettenglied ist jetzt verbogen. Das heißt, ich kann nicht mehr schalten, ich kann nicht mehr treten, ohne dass ich mir wahrscheinlich das ganze Schaltwerk zerhau. Ja, das Ganze ist in Sebi und mir noch nie passiert. Deswegen gehe ich jetzt mal in die Werkstatt und ich schaue mir an, wie man denn so eine Kette richtig wechselt. Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft und hoffe, dass ich dann morgen wie geplant nach Brünn fahren kann. Ja, ich habe jetzt zum ersten Mal meine eigene Kette gewechselt und es ist gar nicht so schwierig. Es geht eigentlich auch richtig schnell, wenn man das richtige Werkzeug hat. Die Werkstatt heißt Absteiger, ist im zweiten Bezirk und die freuen sich auf euer Kommen. Das heißt, morgen steht der Ausfahrt nichts im Wege. So, es ist jetzt kurz nach 8 Uhr morgens am nächsten Tag. Ich esse jetzt gerade das Frühstück. Jetzt geht's los, auf nach Brünn! Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und abonniert für mehr Radwege. Der Weg aus der Stadt raus ist nicht leicht. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt gleich geschafft und dann wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger. Das Wetter her passt, ich habe eine leichte Jacke an und freue mich, dass es heute den ganzen Tag über schön warm werden soll. Ich bin schon am richtigen Weg. Ich freue mich echt, dass ich heute nach Brünn fahre. Let's go! So, ich habe es jetzt aus der Stadt rausgeschafft. Ich bin jetzt da schon am super schönen Radweg Richtung Waldviertel. Die Sonne ist rausgekommen. Sehr gut. Jetzt kann es nur gut weitergehen. So, ich habe mich jetzt auch von meinen letzten Kleidungsstücken verabschiedet. Von meinem Buff und von meinem Stirnband, weil es ist jetzt richtig warm. Ich stehe jetzt hier mitten im Weinviertel, müsste das jetzt sein. So, ich bin jetzt in Ulrichskirchen. Es ist richtig warm. Genau, die neue Kette läuft wie geschmiert. Macht echt Spaß, mit dem Rennrad jetzt wieder mal unterwegs zu sein bei dem Wetter. Und ja, bin echt happy, dass das gestern so gut geklappt hat. Es gibt ja auch noch eine lustige Story zu meinem Rennrad, wie ich mir das damals vor 2 Jahren besorgt habe in Bulgarien. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut euch gerne das Video dazu an. Ja, aber bis jetzt bin ich echt zufrieden mit meinem Cannondale Synapse. Ist halt schon ein bisschen älter, aber ist ja egal. Ich finde es trotzdem mega cool. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. So, kurzes Update. Ich bin jetzt hier gerade im hügeligen Weinviertel und die Gegend kenne ich schon. Da bin ich vor 2 Jahren, ungefähr zu der Zeit, wo ich mir das Rennrad dann gekauft habe, schon gefahren. Ja, ist richtig schön. Bin hier eigentlich recht alleine. Und ja, habe jetzt, glaube ich, noch so 80 Kilometer bis nach Brünn und genieße es recht. Kurze Gravel. Ich muss eigentlich auf die Straße, ich bin irgendwie hier gelandet. Okay, super, richtig. Ah, da vorne ist ein Schild.
Ahnung, was da oben steht. Ich glaube, irgendwas ist jetzt mit meiner Kette kaputt. Scheiße, Alter, jetzt habe ich vorher meine neue Kette so gelobt. Wer hätte es gedacht? Wir stehen. Ich habe jetzt irgendwie wieder das so ähnliches Problem, dass die Kette da irgendwie sich verhängt hat. Puh, kurzer Schockmoment. Aber schaut's. Yeah, wir rollen wieder. Ja, ich musste jetzt irgendwie kurz die Kette einfach so aushängen und dann wieder auf die richtigen Ritzel hängen. Irgendwie schalte ich manchmal einfach über Kreuz, weil ich dann doch beim Gravelbike das halt irgendwie immer anders mache. Und jetzt ist mir das jetzt schon das zweite Mal passiert in kurzer Zeit. Ich kann froh sein, dass mir jetzt die Kette nicht schon wieder gerissen ist. Ja, man sollte auf keinen Fall über Kreuz schalten bei einer Dreifachschaltung. Ich werde jetzt in Zukunft schauen, dass mir das nicht mehr passiert. Und ja, jetzt, was esse ich gerade? Heute habe ich Süßkartoffeln dabei. Die haben nur ein bisschen mehr Zucker als die normalen Kartoffeln und schmeckt auch ganz gut mit Salz. Ja, ich mache jetzt ein bisschen früher als geplant Pause, aber irgendwie hat mir das jetzt kurz sehr gestresst. Irgendein so altes Schloss. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Sieht aus, als würde hier der Radweg herkommen. Das finden wir natürlich super. So, da vorne müsste der nächste Ort kommen, wo ihr zum Supermarkt gehen möchtet. Noch kurz auftanken, bevor es dann nach Tschechien rüber geht. So, ich habe jetzt kurze Wurstzimmer gegessen, eine Fanta getrunken und was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt kurz vor der tschechischen Grenze und was auch cool ist, ich habe jetzt schon die meisten Höhenmeter hinter mir, das heißt, ich kann jetzt gemütlich da durch Tschechien rollen, also konkret habe ich jetzt schon 813 Höhenmeter und insgesamt waren es, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 900 Höhenmeter, das heißt, ich habe jetzt nur noch ein paar mehr Höhenmeter zu drücken und ja. Sonst von den Kilometern her noch so 60 Kilometer und ich freue mich schon auf Brünn. Weiter geht's. Yeah! We made it! Schauen wir mal, wie es hier so ausschaut, auf der anderen Seite der Grenze. Der Sebi war ja schon mal in Brünn, Bruno. Da gibt es übrigens auch ein Video dazu, falls euch das interessiert, schaut es euch an. Ja, bis jetzt schaut es aus wie in Österreich. Ja, kaum zu glauben, dass hier mal der eiserne Vorhang war. Ich habe vorher schon ein Schild gesehen mit Iron Curtain Trail. Den kennen einige von euch wahrscheinlich. Es wäre sicher auch interessant, den mal abzufahren. Sehr schön. Nichts los hier in Tschechien, auf Tschechiens Straßen. Oh, Ampel, Stau. Das war so ein Staudamm hier. Wishy. Übrigens nur noch 37 Kilometer. Also nur noch ein Katzensprung. Bis nach Bruno. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin jetzt ungefähr 15 Kilometer vor Brünn. Jetzt war gerade schon viel los und merkt, dass es schon Einzugsgebiet ist, viel Verkehr. Aber jetzt bin ich wieder hier an so einem Kanalradweg entlang. Das ist natürlich sehr schön. Und ich überlege schon, was ich mir in Brünn jetzt dann gönnen werde zum Essen. Mal schauen.
Wow! Ja, hier ist schon mehr Rennradl unterwegs. Müsste sein. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, einen roten Turm. Das müsste Brünn sein. Wuhu! Ja, 5 Kilometer noch. 5 Stunden Fahrzeit. Und es ist jetzt 3:30. Bin schon erledigt, ey. Richtig cool. Alle Radler treffen sich vor der Stadt an den Ampeln. Skaten dürfte hier voll der Trend sein. Gefühlt jeder Dritte ist hier mit den Inlineskates unterwegs. Und was ich auch hier gesehen habe, sind diese Rollerfahrer, also diese Tretroller, Treträder, also wo es keine Pedale gibt, sondern die Leute treten. Habe ich auch schon 3 gesehen, also in Wien habe ich das nicht so oft gesehen in kurzer Zeit. Ist ja wohl ein Trend. Also ich glaube, so easy bin ich noch nie in der Stadt reinkommen. Ist ja voll geil. Die Wolken haben übrigens voll zugezogen, also kann sein, dass es noch regnet. Ja, aber jetzt bin ich eh da, also ist eh wurscht. Und dann sitze ich im Zug. Oh, Umleitung. Oh Gott. Bremsen! Oh. Da ist wohl schon der Bahnhof, da fährt der Zug. Ich überlege jetzt noch kurz in die Altstadt reinzufahren, mir das anzuschauen und noch einen Happen zu essen. Und der Zug geht, glaube ich, erst in 2 Stunden. Also ich habe noch genügend Zeit. Wow, diese Kirche schaut doch richtig cool aus. Okay, zum Bahnhof muss ich ja wie gesagt später. Ich wollte mir das jetzt nochmal anschauen. Und jetzt geht's los zur Innenstadt. Boah, ist ja ganz schön viel los hier. Aber gefällt mir richtig gut bis jetzt. Brünn ist schöner als Bratislava. Ich bin jetzt hier am alten Hauptplatz. Das ist hier der berühmte Brunnen. Und eigentlich möchte ich da jetzt ein Foto machen. Ich hoffe, die Mission geht in Erfüllung. Ich muss jetzt irgendwann fragen. Mit Englisch haben sie es dann nicht so, das habe ich schon gemerkt. Aber ein Foto ist ja eigentlich eh universal, oder? Wow. Aber Altstadt richtig schön. Und ein alkoholfreies Bier. Da hat sich der Kellner gefreut, wie ich das bestellt habe, das Bier. Przeclaw, Wien, Hauptbahnhof, Graz, Hauptbahnhof, departing at 17:22. Hey, ich hab's gleich geschafft. In einer halben Stunde ungefähr bin ich in Wien und ich bin richtig müde geworden. Aber der Sebi hat mich gefragt, was ich zum Essen will. Ich habe mal Lachslasagne bestellt. Und jetzt freue ich mich auf zu Hause. Das war ein richtig cooler Ausflug. An der Stelle danke, dass ihr so lange dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Ride. Gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr.